Unsere Marketingabteilung hat eine coole Idee entwickelt, die wir dann in ein Projekt überführt haben. Und es war klar, dass es nicht nur einfach mal eine Anzeige sein wird, sondern es war wirklich eine komplette Kampagnenstrategie. Also wir sprechen davon, wir haben ein eigenes Logo dafür entwickelt, wir haben eine Webseite dafür entwickelt, wir entwickeln Printkampagnen, eine Social-Media-Kampagne. Aber ein zentraler Teil davon ist ein Werbefilm. Ein Werbefilm, der letztendlich auf eine charmante Art und Weise den Mehrwert von PLC beschreibt und erklärt, um was es bei PLC letztendlich auch geht. Bei Casino dachten wir sofort an Wenn, dann Baden-Baden. Das gegründet von Benazee zu einer Zeit, wo Baden-Baden kulturelle Hochburg war. Ob man da rein darf, war extrem spannend. Das ist natürlich für uns auch eine besondere Situation gewesen, denn wir wissen, wer Protektor ist und was Protektor kann und macht. Und insofern ist das für uns natürlich auch eine tolle Situation, dass wir uns da auch kooperativ zeigen und das dann auch zusammen dann durchstehen. Erstmal spannend war die Startphase, die Außendrehs, wie die Schauspieler, ich sag mal, für draußen fast nichts an. Also alleine komplette Nacht einfach durchzudrehen im Februar, in Europa, in Deutschland. Das ist schon eine wirklich mutige Angelegenheit, wenn man sich sowas zutraut. Dadurch, dass ich in den Drehpausen immer mal wieder reingehen konnte, mich aufwärmen konnte. Also ich fand es im Nachhinein gar nicht so schlimm, wie anfangs gedacht. Letztendlich steckt da so viel Vorarbeit, bis man Location, die Leute, die ganzen Abstimmungen. Es müssen 50 Leute organisiert werden, wer läuft wann, wo, wie hin. Dann natürlich noch das Thema mit Außendreh, Nachtdreh. Es gab etliche Schlüsselmomente, wo ich gedacht habe, boah krass, ja. Jetzt kommt jemand in der Gießkanne und füllt da künstlich Wasser hin, nur damit sich das Licht am Boden besser reflektieren kann. Die schwerste Szene, die zu shooten war, war wirklich die Türszene, weil dort viel passiert. Tür geht auf, Tür geht zu, Schauspieler davor, Kamerafahrt. Die Szenen über den Tisch rüber mit kleinen Sachen, die ich zu spielen hatte, aber innerhalb von kürzester Zeit mit der Jacke, die abging, die ich nicht mitspielen durfte. Ich aber wusste natürlich im Hinterkopf, das kommt jetzt gleich. Das hat mich irgendwie irritiert. Deswegen haben wir jetzt ein paar Mal gebraucht, aber ich glaube, es ist trotzdem gut geworden jetzt am Ende. Wo Celine an den Tisch kommt, ihm den Drink reicht. Also das ist schon super, wieder alle zusammenspielen, wieder alles harmonieren. Macht unglaublich viel Spaß, mit Rodger zu arbeiten, weil er eine schöne Varianz hat und eigentlich dann, wenn die Szene zu Ende ist und er noch weiter spielt und dann sein eigenes Ding macht. Eigentlich hat mir die Arbeit insgesamt total Spaß gemacht. Diese Welt, ich mag das, wenn es was Surreales hat so. Und das hat's voll. Haben wir einen unglaublich aufregenden Clip gemacht. Gibt es eine zweite Runde? Gibt es mehrere Folgen? Ich sage nur, es wird ganz schwer, an den nochmal ranzukommen. Aber wenn uns die richtige Idee kommt, why not?